Im Hintergrund die Musik unserer Nachbarn, das Geblätschere vom Gartenteich. Und hier fangen wir schon an mit der ersten Blume. Ich wollte zwar in zwei Videos machen, aber es wird jetzt wahrscheinlich wieder. Also, ich wollte zwar in einem Video machen, aber es werden wahrscheinlich zwei. Weil das ist ein Prachtexemplar einer Günsel. Einer quasi einheimischen Pflanze, die natürlich Zuchtformen besitzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Zuchtform ist, die einheimische Form ist. Auf jeden Fall ist es ein super Insektenmagnet, auch wenn wir jetzt gerade keine Insekten dran sehen. Schwenken wir weiter. Hier haben wir einen Korbblüher, der eine wunderschöne gelbe Blüte bekommt. Schwenken wir mal hoch. Natürlich, man konnte es schon ahnen, aber unsere schön blühende Nassibirne ist quasi verblüht. Blüht natürlich hier in einigen Stellen, ich stelle das mal weit hin, an einigen Stellen immer noch, aber hat wunderschöne Blätter bekommen. Hier haben unsere Waldaster, das ist auch gewachsen. Hier sehen wir eine Wildform, den Günselmann oder die Wildgünsel. Machen wir gleich hier hinten weiter. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Apfel hier in den Garten gelegt, der wurde komplett zerfressen. Dürfen die Tiere aber auch, habe es absichtlich gemacht. Hier kommt eine sehr, sehr schöne Primel raus. Nicht einheimisch, aber schön. Den Salat scheint es auch immer noch gut zu gehen. Die schöne Katzenminze, die ich in den letzten Videos mal gezeigt hat, ist extrem explodiert. Scheint ihr also gut zu gehen. Auch ein super Insektenmagnet. Hier wachsen wilde Vergissmeinnicht auf jeden Fall. Die schöne Der schöne Beinwell blüht auch wieder ein bisschen. Hier überall der Günselmann, die wilde Günsel. Bald geht die erste Blume der Akelei auf. Die sehen, also zeige ich gleich die Akelei. Die sehen leider ein bisschen kaputt aus. Aber hier habe ich ja mal auch eine Akelei eingepflanzt. Die geht bald auf. Hier ist ein Frühblüher. Also diese Akelei, es gibt welche, die haben nicht so Frühblüher. Gehen wir weiter in meinem. Jetzt bis jetzt habt ihr mein Naturschutzgebiet gesehen, was auch offiziell mein Garten ist. Im Gartenteich sind schon die ersten Seerosen aufgegangen. Jetzt habe ich mir extra das Schild mitgenommen, damit ich den Namen nicht vergesse. Lupine, Edelknappe oder die Weiß-Lilane. Wunderschön aufgegangen. Jetzt wächst hier natürlich alles so, deswegen pflanze ich lieber erst im Frühjahr alles, weil jetzt zu pflanzen, das zerstört mal viel zu viele Pflanzen, meiner Meinung nach. Eine wunderschöne Wasserprime sehen wir hier. Genauer Namen schreibe ich in den Videobeschreibung. Die erste Sumpfdotterblume blüht schon. Das Kraut fängt auch an zu sprießen. Hier sehen wir auch wieder den wilden Günselmann. Eine rote Pflanze. Die schöne Bärenklon in Israel ist es aber nicht. Wächst auch. Garten-Akatus-Pflanze. Hier kommt die Seerose auch raus, wenn man sie sehen kann. Der Schirmpflanze geht es auch relativ gut eigentlich. Die ersten Farne treiben hier auch schon raus. Einige sind noch Spätzünder. Hier die Edeldistel auf jeden Fall. Oder die blaue Alpendistel. Schwenken wir rüber. Ein wunderschönes Beet voller Vergissmeinnicht. Erwartet uns eine eher negative Eigenschaft. Hat im Moment gerade eine Fliege, die auf mir sitzt.
die schöne Goldlack, der schöne Goldlack. Da befinden sich ein paar Insekten drauf, was sie aber auch dürfen. Die Primel hier ist fast so groß wie meine Hand. Natürlich sind auch viele Kaputtentriebe dabei, Blumen dabei, aber blüht immer noch. Die normale Pfingstrose, da sehen wir gleich auch eine andere Baumpfingstrose, die wächst auch schon. Mein Holunder ist überflutet, sieht man das, ich sehe gar nichts, mit Blattläusen. Aber sowas von extrem. Aber sonst finde ich, wächst er eigentlich relativ schön. Die Ecke sieht jetzt ein bisschen mager aus. Brennnesseln lassen wir auch gerade im Moment stehen, weil ja viele Insekten ihre Eier jetzt zurzeit darunter legen. Und dann, also die Schmetterlingarten legen jetzt die Eier drunter. Hier etwas ganz, ganz Cooles, was ich gebaut habe. In einem Buch habe ich gelesen, dass das da ein Hummelhotel ist. Also gäbe es einen Topf bis zur Hälfte ein. Ich habe jetzt hier nur natürlich ein bisschen Sand drauf gemacht. Machst einen Regenschutz davor. Kannst auch einfach so ein Dachziegel nehmen. Und dann sollen da Hummeln irgendwann reinziehen. Vielleicht dichten wir es nur aus von innen. Gibt auch andere Hummelhotels, aber das ist ein Erdhummelhotel. Mein Buchsbäumchen blüht auch. Gehen wir weiter. Muss ich mich entscheiden, wo lang wir gehen. Der Salat hier ist auch extrem schön gewachsen. Steppenkerze. Die ersten Blätter der Kaki kommen raus. Die ist schon quasi wieder verblüht, die Zwergkirsche. Hier ist irgendetwas an. Ah, ich glaube, die sind extrem gewachsen. Okay, jetzt, ich habe euch ja versprochen im letzten, vorletzten Video, ich zeige euch meine Kakteen. Nein, Spaß. Mein Gummikraut. Hier, wenn man ganz genau hinguckt, sind so zwei Triebe aufgegangen. Ich glaube, das könnte Gummikraut sein. Wir wissen natürlich nicht, wie es aussieht, weil das erste Jahr wird das. Auf jeden Fall die Kaki. Er wacht auch und bekommt die ersten Blätter. Hier haben wir ja die, ich weiß nicht, ob ich die gezeigt habe, die schön weiche. Wie heißt du nochmal? Ich habe auch gerade eben ein Video gemacht, auf der Terrasse habe ich sie auch. Das ist die sogenannte Königskerze. Jetzt ist mir eingefallen. Auf jeden Fall die Kaki blüht, bekommt auch die ersten Triebe. Ich habe im ersten Video, glaube ich, sogar gesagt, das ist eine sogenannte Kiwibaum. Ist es natürlich nicht, das ist ein Kaki-Baum. Kiwibaum gibt es nicht, leider nicht. Wäre natürlich auch geil. Hier, das ist Minze. Salbei. Die ersten Kohlweißlinge fliegen umher. Der Rosmarin ist im Moment ein mega Insektenmagnet, vor allem für Bienen, aber auch hier ist auch ein Käfer dran. Sogar eine schwarz-blaue Hummel, Biene haben wir gesehen. Apfelbaum kommt auch. Also es ist alles explodiert seit dem letzten Video. Jetzt sehen wir meine geschenkte Grünsel. Da sehen wir, die blüht auch. Hat aber eine ganz andere Farbform. Hier ist auch eine andere Narzisse aufgegangen. Wahrscheinlich war in dem Paket ein Blindgänger. Unsere anderen Narzissen sind so langsam am Verblühen, aber ich finde, das sieht eigentlich auch ganz schön aus. Der Maulbeerbaum, den wir ihn kennen und lieben, kriegt auch die ersten Blätter. Hier unten, das ist, soll auch eine Bienenpflanze sein.
Weiß nicht, wie die gerade heißt, hab mir aber auf jeden Fall markiert. Steht hier auch schon 2-3 Jahre. Sieht hier ist so ein richtiger Busch geworden, die Pflanzen. Das ist natürlich der Krokus, den wir hier reingepflanzt haben, weggegangen. Hier hat meine Mutter einen Erdkreis, einen Gießkreis um die Ding gemacht. Sieht heiß aus auf jeden Fall. Oh, da hinten sind wilde Disteln. Das sind auch gut. Liebstöckelschild ist natürlich umgedreht, also das geht ja nicht. Das ist unser Liebstöckel, das ist der kleine Liebstöckel. Boah, ich muss echt ein extra Video zum Rosmarin machen, vor allem weil wir so einen riesen Rosmarin haben. Hier Salate, rote Beete wächst hier. Hier hat meine Mutter jetzt umgejätet anscheinend. Eigentlich haben wir da, wie man hier auch sieht, Kapuzinerkresse gemacht, aber wenn die nichts wird, weil hier jemand umgejätet hat, dann fragt nicht warum. Boah, also 11 Minuten schon, aber es blüht halt so viel. Ich muss das Video aber trotzdem mal speichern, nicht, dass es nachher verkackt. Speichern wir es mal genau hier. Den schönen Löwenzahn. Mit den schönen Löwenzahn geht es auch weiter. Eine Trauben. Taubnessel. Unser Kaki. Unsere Kaki-Beere kommt auch. Gehen wir weiter. Da hinten war ich auch noch nicht, aber hier haben wir eine Silberdistel. Also das sind die Alpendisteln, die man kennt. Die haben wir hier reingepflanzt. Ich habe noch mal ein bisschen Erde drauf gemacht. Damit die also Steine drauf gemacht, damit die sich wohler fühlt. Das scheint auch zu funktionieren, weil sie ist schon gewachsen. Hier die ersten Ringelblumen. Tja, hätten wir sie ja doch halt alle rausgezogen, weil anscheinend blühen die auch, sind sie mehrjährig bei uns. Also, gibt auch Ringelblumen, die mehrjährig sind. Das hier könnte ein paar Herzgespann sein, könnte aber was anderes sein. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr durch zum Borage, weil hier alles voll steht. Was ich damit sagen will, dass da was da wächst zwischen der Felicia, der Bienenpflanze, ist Borage. Man sieht sogar, habe ich jetzt auch zum ersten Mal jetzt gerade gesehen. Die kriegt hier sogar Blüten. Schon hier, jetzt stehen sie endlich draußen. Unsere lieben Melonenbeeren. Tulpen sind am Verblühen. Dafür geht der schöne Wein auf. Das ist jetzt Weißwein. Wir haben auf der anderen Seite noch roten Wein. Die ersten Früchte der Feige kommen auch. Das sind Feigenblätter am Anfang, sehen gar nicht wie Feigenblätter aus. Eher würde ich sagen, dass so Feigenblätter aussehen, aber ich weiß nicht, was mit dem Blatt passiert ist, er ist ein bisschen hängen geblieben. Vom Rosmarin versuche ich in den nächsten Tagen ein eigenes Video zu machen, wo man mich dann auch sieht. Wie gesagt, eine wunderschöne Pflanze, die, wenn man genauer hinguckt, voller Bienen ist. Auch natürlich die ganzen Mauerbienen, die ganzen Mederanenbirnen sind hier. Hier sehen wir eine wunderschöne Blüte, die irgendwann so aussehen. Die solltet ihr aber kennen, wenn ihr meine Videos verfolgt. Stiefmütterchen ist natürlich auch da. Jetzt nehmen wir das Schild natürlich wieder mit. Ja, super, wenn das alles voll steht, kriegen die Pflanzen natürlich auch keine Sonne ab, Waldraut. Ich hoffe, du siehst das Video und das stimmt. Auf jeden Fall die schönen Kuhschellen, die im letzten Video so wunderschön waren, sind verblüht. Dafür haben wir hier eine bienenfreundliche und eine weiße Nelke. Jetzt ein Highlight. Enzianblüten, das ist ein stängellose Enzian, lateinischer Name, steht unten. Kein richtiger Bienenmagnet, aber
eine schöne, seltene Bergpflanze. Hier wächst eine, wenn man die Namen sich alle merken würde, die Erdbeere will sie auch im Dunkeln halten. Okay, also hier wächst eine Passionsblume. Okay, gut, mach. Ist mir egal, die Erdbeere. Auch wenn es schade wäre. Gehen wir weiter. Oh nein, das ist kein Bärlauch. Das ist giftig, was da wächst. Die schöne Witwenblume. Skypiose, Taubenskypiose, what else? Ich nenne sie Witwenblume. Ist hier. Man sieht, die hat hier richtig schöne Fächer. Ist auch schon ein Bild auf Instagram. Hier richtig schöne Fächer. Jetzt gehen wir weiter. Das ist großer Mohn. Hier ist auch eine sehr schöne Primel versteckelt. Und hier hinten, diese große Pflanze da, da seht ihr auch schon eine Blüte, ist dasselbe wie das da, nur in groß und steht schon etwas länger da. Hier ist eine Bienentulpe, wo die Bienen ganz gern rangehen. Dann sind hier einige große Tulpen. Neben den großen Tulpen ist ein immergrüner Busch, den sieht man hier. Die Orangenblume, lateinische Namen weiß ich also nicht auswendig. Sollte ich ja wahrscheinlich auch nicht auswendig wissen. Auf jeden Fall müsst man in den nächsten paar Tagen, wenn die alle hier mal verblüht sind, mal gucken, dass wir sie ein Stückchen rübersetzen. Was wir hier hinten jetzt schon sehen, sind auch Bienen, sollen auch bienenfreundliche Tulpen sein. Wie gesagt, die sehen wunderschön aus. Ich guck gleich, aber hier steht natürlich alles im Weg. Ob ich da rankomme und ein schönes Foto-Videomaterial machen kann. Unsere Schachtelblume. Bisschen verblüht. Dafür aber der Sandon hat Blüten. Wenn man es Blüten nennen kann. Die wilde Karde fühlt sich hier anscheinend auch sehr wohl. Sieht man das? Ich sehe gerade gar nichts. Die ganzen Veronikas wachsen auch prächtig heran. Haben wir ja noch eine Veronika hierhin gepflanzt. Der Busch fängt auch bald an zu blühen, ist aber eigentlich eher ein toter Busch. Wie gesagt, dieser Garten hier, dieser Garten gehört uns allen, nicht nur alleine mir. Deswegen kann ich da nicht so. Hier eine mehrjährige Malve wächst hier ran. Gut, die Seite habe ich euch ja schon gezeigt mit der wunderschönen Günsel. Jetzt sehen wir es auch. Nein, das sind keine Bienen, das sind andere Insekten. Wie gesagt, sehr insektenfreundlich das Ganze. Hier Löwenzahn, Tulpe, Kugel, lass mich kurz denken, Kugel, jetzt habe ich vergessen, Distel, mein Gott, jetzt habe ich Distel vergessen. Der Tulpenbaum, hier wimmelt es von Mücken, weil es hier eher ein feuchteres Gebiet ist, kommt auch die ersten Blätterchen und ist prächtig am Wachsen. Wenn er alt ist, also unser hat schon eine Blüte mit einem Jahr, mit 2 Jahren kriegt er eine Blüte, normalerweise erst, wenn sie 10 Jahre alt sind oder so. Auf jeden Fall, die Form gefällt mir gerade ziemlich gut vom Tulpenbaum. Also wenn der jetzt nur noch in die Höhe wächst, sondern wenn der Stamm jetzt in die Höhe wächst und das alles so buschiger wird, läuft. Hier haben wir auch eine wunderschöne Insektenpflanze. Gemsenblume. Hier, das wird alles Bodendecker, auch ein ganz bekannter. Wie gesagt, ich kann mich vorbereiten, aber dann würde ich nicht hinterherkommen. Hier sind auch schon Bienen unterwegs.
Das ist eine Dost auf jeden Fall. Pfingstrose, Zwerg. Was ist da denn? Irgendeine Fliege oder so. Die sieht ja Hammer aus. Da muss ich gleich mal ein Foto machen. Boah, jetzt schon 17 Minuten das Video. Aber es ist eigentlich vorbei. Hier will immer ein wenig. Jo, das ist unser Garten. Der Teil wurde jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr ziemlich verändert. Wird natürlich aber auch wieder wilder werden. Ist ja auch quasi wild geblieben. Kommt sogar ein Ahorn raus. Tut mir leid, Ahorn. Ich musste dich leider rausreißen. Tut mir sehr, sehr leid, Ahorn. Auch eine super Pflanze. Passt da aber meiner Meinung nach nicht hin. Vielleicht werde ich es im Topf kultivieren. Ich wollte euch ja hier noch die Pflanze zeigen, aber ich muss jetzt erstmal ein Foto von den Insekten machen. Alter. Von den Insekten noch. Die Schneerose, die ich am Anfang in meinem ersten dieses Jahr Video gemacht hat Samen ausgeschmissen und jetzt mal gucken, wie wir rankommen. Das ist eine bienenfreundliche Tulpe, man sieht schon, nicht gefüllt. Reinwachsen, ideal für kleine Gärten. Und mit was beende ich jetzt das Video? Genau. Hier haben wir ein paar Ostersachen aufgenommen, obwohl wir dieses Jahr, ich zumindest kein Oster feiern werde. Habe ich ganz vergessen. Wir haben letztens diese schöne Zwergmandel umgepflanzt. Die stand eigentlich immer auf der Rasse. Hier sieht man auch ein Exemplar. Das da, dieser Halm hier, ist die Steppenkerze. Die habe ich letztes Jahr abgeschnitten und dann gut. Hier haben wir auch noch ein Insektenhotel. Hier war sogar schon die schwarze Biene. Ich würde sagen, ich genieße jetzt den Garten weiter. Ja, ich verstehe nicht, warum ihr das abdeckt, aber soll mir recht sein. Mit dieser schönen Enzian beende ich jetzt das Video und mache noch ein paar schöne Gartenfotos. Kleiner Nachtrag, das Ding hier, der Ginster, blüht natürlich auch. Der hier ist auch schon ein Stück groß und stark geworden. Das war's auch schon. Ich wünsche euch noch ein schönes Overhand und bleibt gesund.